kamst heute Nacht zurück zu mir. Standst, als ich heimkam, in die Tür. Und dabei dachte ich, es wär längst vorbei. Oh, ich kann dir nicht zeigen, was ich fühl. Doch ich bin nur aus Stolz so kühl. Und vielleicht war ich auch viel zu lang allein. Endlich wieder Rosenzeit. Endlich wieder deine Zärtlichkeit. Ich hab's dir nie gesagt, hab nur gehofft. Komm wieder, komm wieder, komm wieder zu mir. Endlich wieder Rosenzeit. Endlich sind wir wieder Wirklichkeit. Das heißt so viel für mich. Ich werde dich nie wieder. Zurück. Ich habe nur oft gedacht daran. Ich hoffe, dir hat das irgendwas in mir Intro zuvor irgendeine Form von Vergnügen bereitet. Ich habe, man glaubt es kaum, aber in diesen knapp 2 Minuten stecken 3 Stunden Arbeit. Das ist absurd, das ist für die Katz, aber es macht mir Freude und ich hoffe, dass irgendwie, dass ich eine Art von Freude dadurch übertragen kann. Ich denke, das ist die Motivation, weshalb ich so etwas mache. Whatever. Wir wollen hier, und ich muss meine Stimme etwas dämpfen, Entschuldigung, darum rede ich jetzt hier in diesem Hotelmodus, weil es ist bereits 11:30 gewesen und eigentlich hatte ich nicht vor, jetzt noch ein Video zu machen hier, Coronavirus, entweder so oder so oder so oder so oder so hier oder hier im Total Panic Mode oder so, so auch nice als Piktogramm, spielt ja keine Rolle, sind ja nur hier dieses dort, diese Geschichte hier, das erinnert mich an diese ganze Space-Geschichte. Hier, Maxa hatte, ich habe das, vielleicht habe ich, ja hier, na Moment, ja doch, schau, ich habe das noch. Das war hier in 20 Minuten. So lehrt das Coronavirus weltweit viel besuchte Orte. Dieses aktuelle Programm, das gerade betrieben wird, dieser Fake, dieser aufgebauschte Quatsch, wurde hier, wird massiv propagiert in den Medien. Und ich habe sowas noch nicht erlebt, wie die abgehen wegen diesem Scheiß. Quatsch. Aber der Punkt ist, sie haben hier Fotos hier. Straße in Wuhan, China. Wir sehen hier, dass die Veränderungen hier durch den Coronavirus sind. Massiv weniger Leute plötzlich unterwegs. Und was mich hier interessiert hat, ist, von wem diese Bilder stammen. Vielleicht schauen wir uns das hier noch an. Hier eine weitere Aufnahme. Eine weitere Aufnahme. Aber es geht gar nicht um diesen Flip-Mode hier. Sondern wir haben hier Aufnahmen, die aus der Luft gemacht wurden. Die könnten aus einem Flugzeug stammen. Die stammen aus einem Flugzeug. Oder von einem Ballon oder von einem Zeppelin. So macht man solche Fotos. So. Aber hier wird gesagt, das seien auch hier eine Reihe von Satellitenbildern. Das sind Satellitenbilder. Und wir sehen, das ist alles von hier,
Maxar Technologies. Hier ein weiteres Satellitenbild von Maxar Technologies. Ein weiteres Satellitenbild von Maxar Technologies. Und noch ein Satellitenbild von Maxar Technologies. Vielleicht noch hier ein Satellitenbild. Okay, watch this. Das ist ein Bild von einem Satelliten von Maxar Technologies. Und dann habe ich mir diese Seite hier mal angesehen. Maxar Technologies, was geht da ab? Maxar Worldwide, was? Legion. 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 Das ist der Name eines Dämons aus dem Neuen Testament. Legion, er ist viele, er ist eine dämonische Einheit. Das ist Legion. So, und Maxar nennt seine Satellitenflotte Worldview Legion. Our next generation constellation. Okay, watch this. Hier. Das sind diese Satelliten. Du siehst ja auch wunderschön, dass das Weltall im Hintergrund, im Hintergrund, das Weltall. Hier noch die Sonne. Hier mit ihren Strahlen. Was CGI? Was? Was Fake? Nichts ist Fake. Das ist Realität. Wir alle wissen, das hier ist Realität, das existiert wirklich. Und sie benutzen lediglich Computergrafiken, weil aus, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund benutzen sie lieber Computergrafiken als echte Fotos. Warum nicht? Hier hätten wir die Legion im Einsatz, die hier diesen Kugelkörper hier offenbar ablicht. Ich nehme an, das soll die Erde sein hier. Die Erde als ein Planet in einem umherschwebend in einem Universum. Und das hier sind die Satelliten. Ich wollte mich nicht amüsieren. Ich wollte nicht lachen. Ich möchte das seriös hier rüberbringen. Expanding Maxar Leadership in Earth Intelligence. Das hier offenbar ein Big Player. Maxar hier. Wir sehen das auch hier in dieser. Aus irgendeinem Grund wählt man eine Computergrafik zur Darstellung, weil das irgendwie offenbar besser wirkt als eine reale Aufnahme von Satelliten im Space. Offenbar ist das so. Weiß nicht. Hier sind wir nun wieder auf der Erde. Ach, schau, schau. Jetzt benutzen sie keine Computeranimation. Warum? Warum benutzt man hier jetzt nicht eine Computergrafik von einem Schiff, das fotografiert wird? Würde das nicht besser aussehen? Ich meine, wie hier? Das sieht doch großartig aus hier. Ich denke, der Punkt ist, dass das hier real ist. Das ist ein reales Geschehen, das hier aus der Luft fotografiert wurde. Und das hier ist ein fiktives Geschehen, das der Imagination entspringt, lediglich eine These stützt, die verbreitet wird als Doktrin, als unumstößliches Whatever. Schauen wir weiter. Oh ja, wir wollen weiter schauen. Oh, hier, schau, nice. Das sind auch Satelliten. Wir sehen, wir sind hier im Space, im Weltraum, den der Mensch befliegen kann mit
mit Objekten. Wir können wegfliegen von der Kugelerde hier in einen Space. Und so sieht das dann aus, wenn man sich dort befindet. Und sie benutzen hier lediglich Computergrafiken, weil, because. Man muss das gar nicht weiter verfolgen hier, weil wir alle wissen, das hier ist Realität, das hier existiert wirklich. Und ebenso würden wir auch dieses Schiff hier für Realität halten, wenn das eine bloße Computergrafik wäre. Warum sie jetzt hier keine Computergrafik verwenden, sondern ein reales Foto von einem real existierenden Objekt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil das hier ist ja ebenso real existent. Wir wissen all das. Wir wissen das. Die Erde ist nur lediglich ein weiterer Planet von unzähligen Zillionen Planeten, der in einem Weltraum umherschwebt. Wir wissen ja all das. Und wir wissen, dass Menschen auf dem Mond gelandet sind. Wir wissen, dass eine Voyager unser Sonnensystem, wenn ich richtig informiert bin, verlassen hat. Wir wissen, all das ist real. Und darum sind auch hier solche Computerbilder hier nett, nice und vielleicht sogar besser als irgendeine tatsächliche Fotografie. Ich weiß nicht. Sie müssen ja irgendeine Überlegung haben, warum Sie das hier verwenden. Aber wir wollen zurückkehren zum eigentlichen Thema. Weil ich wollte ja hier zu Corona nochmals hier sprechen. Und der Link ist, das hat mich erinnert. Okay, wenn wir uns das hier anschauen, dass ich erwarte kein Foto von einem Virus. Aber was wir uns hier zeigen, erinnert einfach frappant an diese ganze Weltraum, Space, Story. Nun, es ist, wow. Es ist halt ein weiteres Programm, das uns jetzt präsentiert wird, aktuell auf der Weltbühne. Und die Leute gehen voll ab. Die Leute sind im Panic Mode. Zurück. Ich habe die ursprüngliche Planung jetzt über Bord geworfen. Ich habe gestern Abend, als ich die Aufnahmen gemacht habe, tatsächlich noch weitere Segmente aufgenommen. Habe jetzt aber darüber geschlafen und dachte, ich verwerf das ursprüngliche Thema, weil ich einfach zu wenig Background-Informationen habe. Es bezog sich auf einen Kommentar im Blog und ich habe mir das angesehen und dachte, oh ja, genau, okay. Und ich hatte wirklich, ich hatte als Erklärbär, es gab wirklich gute Momente diesem Video, aber übers Ganze gesehen war es mir dann doch zu wenig Substanz, darum habe ich das verworfen und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal. You thought? How's that working out for you? Not very well. Not very well. Ich mache jetzt einfach mal spontan, mehr oder weniger, noch einige Dinge, respektive möchte einige Dinge anmerken, die mir aufgefallen sind. Jetzt hier auf YouTube, ich hätte wirklich eine große Veränderung stattgefunden bezüglich dieser Logarithmen, die einem hier die Videos vorschlagen, bezüglich einer Suchanfrage, weil. Das ist wirklich sehr, sehr auffällig. Und man hat das ja auch in den Medien gehört, dass hier Anstrengungen in diese Richtung unternommen werden sollen. Bezüglich Fake News. Okay, man muss Menschen schützen vor nicht offiziellen Meinungen. So, und einfach nur als Beispiel. Wenn ich vor Jahren einen Suchbegriff eingegeben habe, wie 9-11 Hoax, dann wurden Hunderte, unzählige Videos aufgelistet von irgendwelchen
Typen und Freaks. Die hat ihre Sicht der Dinge wiedergegeben, die ihre selbstgemachten Videos gezeigt haben. Und da war zum Teil wirklich interessantes Zeug dabei. Und die Liste war voll mit diesen Videos, wenn du danach gesucht hast. So. Und nun schauen wir mal, was mittlerweile nun präsentiert wird unter diesem Schlagwort. Und das hier wird aktiv nun gegen diese sogenannten Fake News, die dem Establishment nicht passen, die vom Narrativ her nicht in die gewünschte Richtung gehen, werden nun komplett ausgeblendet. Sämtliche Vorschläge, die mir nun hier geboten werden, hier von France 24, National Geographic, CNN, CNN, Smithsonian Channel, AFP News Agency, ABC News. Du siehst, alle das sind Systemclips. Das alles hier, das ist kein Du und ich, das solche Videos hier macht, sondern das kommt alles aus dem System selbst. Channel 4 Documentary, Al Jazeera English, CNN, PBS. Okay, und ich muss mir diese Videos gar nicht ansehen. Alle diese Videos werden mir nur bestätigen, dass die offizielle Version von 9-11 stimmt und dass es wohl Verschwörungsspinner gibt, die irgendwie anderer Meinung sind. Aber ich kriege hier keine Videos mehr von eben diesen Verschwörungsspinnern. Sondern das sind alles hier Clips des Systems. Dieser Fake-Freiheit, in der wir uns befinden. Okay, sie haben das komplett umgestellt hier. Das hat sich völlig verändert. Und du kannst auch hier eingeben, Corona-Hoax. Früher wären hier, wie gesagt, wären hier nun hunderte Videos von Leuten erschienen, die diese Geschichte tatsächlich anzweifeln. Alles, was man jetzt kriegt, wenn man danach sucht, sind wiederum Videos von Systemportalen, Washington Post, France 24, Channel 4 News, This Morning, irgendeine Morgenshow, SWR. Oh, Corona Fake News aufgedeckt. Oder noch hier als weiteres Beispiel, als eher aktuelleres Beispiel. Du kannst dich bestimmt erinnern. Hier ein weiterer Reizbegriff. Flat Earth. Ja, mal Flat Earth. Was sind da für Videos gekommen jeweils, wenn du danach gesucht hast? Es gab eine Phase vor etwa 2 Jahren, du hast nichts anderes mehr gefunden als Videos. Ja, der Begriff war komplett belegt. Von Menschen, die einfach ihre Videos zu diesem Thema gemacht haben. Und diese simplen Menschen mit ihren Heimkameras oder die hier einfach, ich quatsche in alle Webcam, okay? Einfach solches Zeugs. Es war voll. Du hast nichts anderes gefunden. Und schau, wie ich sie auch das jetzt reorganisiert habe. Wenn ich nur nach Flat Earth suche, was kriege ich zu sehen? Systemvideos. Hier. Natürlich beschäftigt man sich sehr kritisch mit der These, hier könnte das sein. Aber ich muss mir, wie gesagt, ich muss mir keines dieser Videos anschauen. Ich weiß bereits jetzt, was die Message sein wird. Ja, wir wissen das, es gibt diese Spinner und aber tatsächlich ist es so, wie die NASA sagt, etc. Hier wird einfach die offizielle Story gestützt. Das ist Anti-Fake News hier. Das ist die Idee. ABC, wieder This Morning, irgend so eine leichtherzige, ach, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Wir sind alle super glücklich und könnten noch joggen gehen heute Abend. Woo, I feel great. So, diese Scheiß-Shows, The Guardian, National Geographic, Jimmy Kimmel Live, irgendein Jude, Professor Dave, ja, whoever that is, CBS News, ABC News, Tech Insider, Engineering Explained. Okay, das sind alles Systemvideos. Why Flat Earth failed? Why do people still think the Earth is flat? So, how crazy. Okay, es ist einfach debunking the Flat Earth Conspiracy Theory.
Aber vielleicht, ich will jetzt wirklich, ich will Conspiracy-Videos sehen. Flat Earth Conspiracy. So, jetzt zeig mir Videos. We believe the Earth is flat. Uncovered for truly. Studio 10 debunking the Flat Earth Conspiracy. Ja. Okay, du siehst, das hier sind nicht mehr die Videos. Why conspiracy theories are illogical. Das sind nicht mehr die Art von Videos, die dir noch vor kurzer Zeit auf YouTube gezeigt werden, sondern im Rahmen dieser großen Umorganisation hier auf YouTube wird nun hier aktiv gegen Fake News vorgegangen, indem man die Fake News des Systems verbreitet.